Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer. Was gibt unserem Leben Sinn? Dankeschön. Was ist ein erfülltes Leben? Das wollen wir uns heute fragen, denn wer von Ihnen möchte schon zu spät erkennen, was wichtig ist im Leben? Dankeschön. Wir stehen immer wieder vor Entscheidungen, immer wieder müssen wir Schicksalsschläge verkraften, immer wieder auch das Leben neu justieren. Aber wie entscheiden wir und was sind die Maßstäbe dafür und für unser Leben? Ein erfülltes Leben, das ist unser Thema heute im Nachtcafé und ich begrüße sehr herzlich Gregor Gysi. Ständig Termine, Interviews, Bundestagsdebatten. Seit Jahrzehnten fahren Sie mit Hochgeschwindigkeit auf der Überholspur Ihres Lebens. Aber Sie haben auch die Schattenseiten zu spüren bekommen, denn Ihr Privatleben ist dabei größtenteils auf der Strecke geblieben. Mit welchen Konsequenzen, das erzählt uns heute Abend Vollblutpolitiker Gregor Gysi. Schönen guten Abend. Fünf Töchter. Ein Mann, ein Bauernhof. Es ist der ganz normale Familienwahnsinn, der Ihnen, Dagmar Lutzenberger, Erfüllung bringt. Mit Ihrer Großfamilie leben Sie mitten im Allgäu und zumindest auf den ersten Blick ist es ein Bullerbü-Leben im Einklang mit der Natur. Ich begrüße ganz herzlich die Bäuerin Dagmar Lutzenberger. Miami, Mallorca, Kitzbühel, Julia Wagner. Sie genießen Ihr Luxusleben in vollen Zügen. Geld spielt bei Ihnen keine Rolle. Dafür umso mehr Designerschuhe, viele Reisen und rauschende Partys. Auch Ihr fünfjähriger Sohn wird rundum verwöhnt und wächst zwischen Kaviar und Kindermädchen auf. Geld macht glücklich und zufrieden. Das sagt Julia Wagner. Herzlich willkommen. Sie, Christian Maas, waren Manager, hatten eine Familie, einen Sportwagen und ein großes Haus, bis eines Tages ihr Job weg war und ihnen von heute auf morgen alles weggebrochen ist, was sie damals unter einem erfüllten Leben verstanden haben. Wie sie wieder aus dieser Krise gefunden haben und was ihnen heute wichtig ist, wir sind gespannt auf Christian Maas. Ihr ganzes Leben. Inge Ginsberg wurde 94 Jahre lang davon bestimmt, dass sie immer wieder den Mut und die Kraft hatten, neu anzufangen. Sie haben den Holocaust überlebt, waren auf mehreren Kontinenten zu Hause, hatten mehrere Ehemänner und Berufe und wurden immer wieder getrieben vom Wunsch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir sind gespannt darauf, Sie kennenzulernen. Herzlich willkommen, Inge Ginsberg. Maria Christina Halwach, Sie waren gerade mal 18, hatten das Abi in der Tasche und viele Träume im Gepäck, bis Ihnen das Schicksal einen radikalen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Seitdem sind Sie vom Hals ab gelähmt und rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Wie Sie für sich die Frage nach einem erfüllten Leben beantworten, wir sind sehr gespannt auf Maria Christina Halwach. Herzlich willkommen. Und ich begrüße ganz herzlich bei uns in der Runde den Philosophen Christoph Quarch. Sie behaupten, jeder hat die Chance, ein erfülltes Leben zu führen. Was die Zutaten dafür sind, das hören wir heute Abend von Dr. Christoph Quarch. Dann fangen wir da doch gleich mal mit an. Was sind denn die Zutaten dafür, aus einem Leben ein erfülltes Leben zu machen? Also nach meinem Dafürhalten brauche ich gar nicht viel dafür. Es sind eigentlich zwei Dinge, die mir als erstes dazu einfallen. Das eine ist, was jeder für sich braucht, ein offenes Herz, einen offenen Sinn, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit für das, was das Leben einem überhaupt anbietet. Und dann das andere, was Sie auf jeden Fall brauchen, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, ist etwas, das Sie erfüllt. Etwas, das Sie begeistert, das Sie bereichert, das Sie anspricht, das Sie inspiriert. Denn in der Begegnung mit dem Inspirierenden, da findet eigentlich die Erfüllung statt. Also man könnte auch sagen, Sie brauchen immer einen Erfüllungsgehilfen. Jemanden, der Ihnen dabei hilft, Erfüllung tatsächlich zu finden. Also alleine kriegt man das nicht hin? Nein, ich glaube nicht. Sie können sich vielleicht selbst befriedigen, aber Sie können nicht sich selbst erfüllen. Dafür braucht es ein Gegenüber, dafür braucht es jemand anderes. Es ist ja auch die Frage, wenn wir ein erfülltes Leben führen, wo findet das eigentlich statt? Sie, Herr Gysi, sind Stadtmensch. Sie wollen auch Stadtmensch bleiben. Sie haben aber durchaus auch einen Bezug zum Landleben. Denn was nicht jeder weiß, Sie sind gelernter Rinderzüchter. Mit Blick auf Frau Lutzenberger, was kann denn das Faszinierende des Landlebens sein? Vieles. Zum Beispiel die Luft. Damit fängt es schon mal an. Die anderen Räume. Es ist ja alles irgendwie weiter und gleichzeitig wieder näher.
das Komische im Landleben ist, dass die Bauern, die da wohnen, außerhalb von Silvester, Geburtstagen, Silberhochzeiten so wenig Kontakt zueinander haben. Das hat mich immer gewundert. Es sei denn, es wird gegrillt. Dann kommt alles zusammen. Aber das Fantastischste an den Bäuerinnen und Bauern ist ihre Disziplin. Du musst melken, du musst füttern, du musst ausmisten, du musst säen, du musst ernten. Also da, wo wir uns gehen lassen können, das geht nicht auf dem Lande. Und das finde ich daran spannend. Nein, ich bin sehr gerne auf dem Lande, aber ich bin nun mal in einer Stadt groß geworden und kann mir so ein Leben woanders kaum noch vorstellen. Ich bin in Berlin geboren, lebe da heute noch. Aber inzwischen lerne ich ja immer mehr Städte in der Bundesrepublik Deutschland kennen. Die sind alle spannend. Komischerweise ist ab 18 Uhr immer Ruhe. Eigentlich müsste da doch das Leben erst beginnen. Sie möchten da noch einen drauf machen ab 18 Uhr? Ja, vorher wache ich ja nicht auf. Sie, Frau Lutzenberger, wohnen in einem Dorf, 450 Einwohner. Ja, im Allgäu. Im Allgäu, mhm. Ein Mann, 5 Töchter, ja. 2 aber schon aus dem Haus. Sind die denn ab und zu auch noch zu Hause? Also die Ältere, die Anna, die studiert in Coburg. Die lässt sich bloß nur alle 5 bis 6 Wochen blicken, leider. Aber ist einfach der Weg doch ein bisschen zu lang. Und die zweite, die Ida, hat jetzt begonnen zu studieren in Augsburg, die kommt noch wöchentlich heim. Jetzt hat Herr Giese ja schon ein bisschen was gesagt. Die Luft, diese Weite, dieser andere Blick. Was lieben Sie denn am Landleben? Also natürlich auch die Weite, den Platz. Jetzt speziell bei uns im Dorf, muss ich sagen, natürlich dann doch auch die Stadtnähe nach Memmingen. Dann doch das schätze ich auch. Ich schätze sehr das Dorfleben. In meiner Kindheit bin ich aufgewachsen, dann wirklich einen ganz kleinen Weiler. Also dann waren es wirklich bloß 15 Einwohner, 3 Höfe, noch kleiner. Und dieses Draußensein, von dem Herr Giese gesprochen hat, wie oft? Bei uns extrem draußen, ja? Wir leben draußen extrem. Also auch im Winter, wenn es irgendwie die Sonne scheint, einigermaßen das Wetter passabel ist, essen wir draußen. Wir haben auch jetzt schon März heuer draußen gefrühstückt. Ist das Fantastische nicht auch die Gerüche, die man ja alle kennt? Also wenn man Kühe hat, wenn man Schweine hat. Ich meine, ich weiß auch, das kann alles problematisch werden. Aber ich finde es trotzdem auch reizvoll, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, natürlich ist man das gewöhnt. Uns juckt das jetzt, sage ich mal, wir sind es ja gewöhnt. Man kann sich ja wieder waschen. Kommen wir doch lieber zu Ihrer Familie. Sind Sie eine laute Familie oder eine leise Familie? Sehr laut. Sehr laut? Wie äußert sich das? Also ich bin selber schon mal, sage ich mal, eine laute Person. Unsere Familie ist laut und ich genieße es auch manchmal ein bisschen. Denken wir mal, wenn also alle da sind, gerade die großen 2 Töchter, es ist so lustig, es geht so laut zu, es ist fröhlich, einfach ausgelassen. Das genieße ich sehr. Wir tauchen mal ganz kurz ein in Ihr Familienleben, in eine Situation morgens und die Töchter machen sich so bereit, um langsam nach draußen zu gehen. Mhm. Also das ist jetzt bei uns auf dem Hof. So, da kurz, du, Pause kurz vor die, in die Schule gehört, gehen. Jetzt mal bringst du mir mit der Hälfte wieder. Und den Kamer trinken, wir müssen schon bald gegangen. Gell? Alter, ganz so normale Wahnsinn. Nein, ist jetzt gegangen, sonst passt der Bus. Los jetzt. Ciao. Die Augen geht rein. Lottchen, ciao. Wie die Orgel pfeifen, oder? Wenn Sie das so sehen, was sind denn so die kleinen Dinge, die Ihr Leben schön und erfüllt machen? Also dazu möchte ich schon mal sagen, die kleinen Dinge machen das Leben mehr erfüllt wie die großen Dinge. Mhm. Ganz klar. Also letztendlich, vielleicht jetzt gerade wie ihr das eingespielt habt mit den Kindern, sind es oft, sage ich mal, Kleinigkeiten, wenn man Spaß hat am Tisch. Sicherlich gibt es auch manchmal Ärger, aber... Auf der anderen Seite, das sieht alles so Bulabi-mäßig aus. Also, ja? Also das sieht alles so positiv aus. Aber was sind auch die harten Seiten Ihres Lebens? Also natürlich gibt es natürlich auch bei uns, ich sage mal, den ganz normalen Wahnsinn im positiven und im negativen Sinn. Mhm. Natürlich, dass es auch mal Streit gibt, Auseinandersetzungen, pubertäre Anwandlungen, was weiß ich. Natürlich auch... Dann vielleicht jetzt auch beruflich gesehen, wenn man dann überlastet ist, speziell gerade mein Mann, der sehr viel arbeiten muss und sehr hart. Herr Giese, Sie haben es vorher angesprochen. Eigentlich meistens immer melken, ab und zu schafft man sich Freiräume. So dass wir jetzt miteinander in Urlaub fahren können, ist eher selten. Mit den Kindern, mit allen Kindern noch nie. Also dann immer halt getrennt.
Hat eine Familie auch was Erfüllendes, weil das einfach so eine Konstante sein kann? Ich glaube ganz bestimmt, denn die Familie ist ja ein Begegnungsraum, wo man immer wieder sich auch gegenseitig austarieren muss. Mhm. Für mich selber, ich habe ja auch zwei Kinder, ist die Familie eigentlich der Lernraum par excellence. Also ständig ist irgendwie was Neues. Jetzt kommen die Kinder in die Pubertät und es kommen wieder völlig neue Ansprüche, die an mich und an meine Frau gestellt werden. Also die Familie ist deswegen so toll, weil wir uns wirklich immer wieder diesen gemeinsamen Raum schaffen können, in dem Begegnung geschieht und in dem dann auch wir uns, glaube ich, wechselseitig sowas wie Erfüllung schenken können. Mhm. Herr Gysi? Sind Sie denn öfter auch mal allein? Und ist Ihnen das auch wichtig? Ja, jetzt da alle irgendwie in Schule sind, natürlich, dass also die Vormittage, klar, wenn mein Mann dann draußen kruschelt und dann kann es schon sein, dass ich dann sage, okay, schnelle Hausarbeit und dann raus in die Werkstatt und jetzt mache ich irgendwas Kreatives. Wenn ich die Lust dazu habe, dann bin ich allein. Das eine ist, wollten Sie auch was hinaus? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich frage mich das nur, weil die Erfüllung kann natürlich wirklich in der Kommunikation bestehen, das ist wahr. Aber manchmal muss der Mensch auch alleine sein, um wieder zu sich zu kommen. Ich habe Folgendes festgestellt, ich war jetzt einmal mit einem Freund und anderen Abgeordneten angeln. Ich war nie angeln, weil ich immer dachte, ich muss mich nicht auch noch von den Fischen veralbern lassen. Und dann bin ich aber doch angeln gegangen und habe festgestellt, denen geht das gar nicht um die Fische. Ja. Denen geht es darum, allein zu sein und dann irgendetwas zu machen und sich zu besinnen und zur Ruhe zu kommen. Das fand ich ganz interessant. Wie oft sind Sie denn allein? Na, jetzt viel häufiger, logischerweise, da ich ja geschieden bin. Aber ansonsten natürlich nicht, weil meine ganze berufliche Tätigkeit, ob als Anwalt oder als Politiker, findet ja immer in Form der Kommunikation statt. Nur bei mir unter anderen Bedingungen als bei anderen. Aber natürlich bin ich jetzt auch abends allein und dann versuche ich auch zur Besinnung zu kommen. Und ich stelle fest, selbst wenn man ein Buch liest, ist das schwer ohne Kommunikation. Man will jemandem sagen, was der hier schreibt oder so. Wenn man sich das nur selbst sagen kann, ist ein bisschen wenig. Jetzt sind zwei ja schon aus dem Haus. Irgendwann werden die anderen ja wahrscheinlich folgen. Haben Sie manchmal so, machen Sie manchmal Sorgen, dass Sie denken, oh, irgendwann wird es hier vielleicht mal ganz schön still? Brauchen Sie also nicht zu haben. Die fünf Töchter kriegen alle Kinder und müssen die ständig feiern. Okay, stimmt. Ich freue mich schon, wenn die Oma mehr. Herr Gysi, Frau Lützenberger hat jetzt gerade gesagt, es gibt so eine Situation am Tisch, wenn die alle da sind, die eine Tochter lustig ist, so humorvoll ist, dann weiß sie, sie ist ja am richtigen Platz, dafür ist sie da. Was sind denn die Momente, bei denen Sie sagen, ja, genau deswegen bin ich eigentlich hier? Wir sind inzwischen schon 68, das war natürlich auch sehr unterschiedlich in den Zeiten und das waren auch unterschiedliche Momente. Mhm. Also in der Familie war es immer da, wenn man das Gefühl hatte, alle fühlen sich wohl, weiß ich was, ein fantastisches Osterfrühstück und man hat keine Verpflichtung mehr an dem Tag. Ich bin nicht im Stress, weil ich abends ja noch das und jenes machen muss. Man kann sich mal darauf konzentrieren, man hört gut zu und man hat Zeit. Das ist in meinem Beruf etwas Fantastisches. In der Regel hast du beim Frühstück keine Zeit. Das ist ja die Ausnahme. Ja, solche Momente konnte ich sehr genießen. Dann ist es natürlich so, mit Kindern ist es anders als mit Enkeln. Bei Kindern ist man ja immer für die Erziehung zuständig, mithin für die Schulzeugnisse und den ganzen Mist. Und bei Enkelkindern, die kann man rundum verwöhnen. Man muss nur aufpassen, wenn es um die Gesundheit geht. Da sind für die Kinder sind für die Erziehung zuständig. Das hat was Bequemes. Wobei man Kinder immer unterschätzt. Die wissen ganz genau, was sie bei den Großeltern mehr dürfen und weshalb sie trotzdem auch gern bei den Eltern sind. Also das können die ja alles genau einteilen. Das ist das eine. Das zweite ist, natürlich als Anwalt sind es schöne Momente, wenn du dich irgendwo durchsetzt juristisch, wo das nicht ganz selbstverständlich war. Als Politiker gibt es eben auch Erfolgserlebnisse verschiedener Art. Die hängen auch mit der Kommunikation zusammen. Und dann habe ich eins festgestellt. Wissen Sie, was das Schönste ist? Wenn du richtig ein Tief hast, wenn du eine Krise hast, wenn du glaubst, es geht irgendwie gar nicht weiter. Und dann findest du eine Lösung. Und plötzlich geht es dir wieder gut und du merkst, du bist aus dieser Krise sogar gestärkt hervorgegangen. Das ist mit eins der erfüllenden Erlebnisse. Das heißt, man muss immer wissen, Glück ist wichtig, aber man braucht auch ein kleines bisschen Unglück, um Glück noch schätzen zu können. Gut gesagt. Herr Gysi, das Erste. Unserem Philosophen stimme ich in einem zu. Nur eine Sache gehört auch dazu. Klingt jetzt doof, wenn ich das sage, aber eine gewisse materielle Sicherheit.
Wenn du die nicht hast, wenn du immer jeden Tag als Hartz-IV-Empfängerin und so überlegen musst, wie mache ich das, wie leiste ich mir das für meine Kinder, kommst du nicht zur Erfüllung. Reichtum kann übrigens auch unglücklich machen, aber Armut auf jeden Fall. Ja, nee, da bin ich total bei Ihnen. Und ich sage ja, es gehört die Voraussetzung dafür, auch sich auf das Leben einlassen zu können, auch wirklich die Begegnung zu anderen zu suchen. Und wenn Sie natürlich immer nur darauf fokussiert sind, wie komme ich über die Runden, wie kann ich meine existenzielle Grundlage schaffen, wie kann ich meine Familie ernähren, dann, glaube ich, hat man es wirklich schwer, in diesen Begegnungsraum zu treten, in dem Erfüllung möglich ist. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich schauen, dass wir auch von der Politik her den Menschen ein solides Auskommen garantieren können. Denn das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, bin ich ganz bei Ihnen. Aber Herr Gysi, das Erste, was Sie gerade gesagt haben, hatte was mit Zeit zu tun. Ja. Momente der Ruhe. Sie sind 68, Ihr Terminkalender ist immer noch voll. Sie haben auch uns zugesagt, worüber wir uns ja freuen. Fehler, aber ich begehe eben solche Fehler. Aber wenn Zeit doch so wichtig ist, Sie sagen, ja. Sie sind ein schlechter Neinsager. Warum sind Sie das? Weiß ich auch nicht. Man kann ja nicht so richtig was für seinen Charakter, nur ein bisschen. Also ein bisschen kann man den natürlich auch verändern. Nein, es ist so, seitdem ich als Fraktionsvorsitzender aufgehört habe, bin ich eine Belastung los, nämlich einen bestimmten Grad an Verantwortung. Und meine Kinder haben festgestellt, ich höre jetzt viel genauer zu. Das stimmt, weil ich nicht mehr daran denken muss, ach, der Antrag noch und das noch und jenes noch und so weiter. Und wenn du dich entlastest, hast du mehr Aufmerksamkeit, was ganz wichtig ist. Aber ich dachte, ich habe auch mehr Zeit. Das scheitert im Augenblick an drei Dingen. Erstens werde ich jetzt von Leuten eingeladen, die mich früher nicht eingeladen haben. Zweitens, die mich früher eingeladen haben, laden mich weiterhin ein. Und alle denken, dass ich mehr Zeit habe, deshalb laden sie mich doppelt so oft ein. Und da ich ein grottenschlechter Neinsager bin, ist das eine katastrophale Mischung. Das muss sich ändern ab Beginn des zweiten Halbjahres 2016. Das ist doch ein Vorsatz. Sie haben die Politik angesprochen. Sie haben die deutsche Politik natürlich über Jahrzehnte jetzt mitgeprägt. Und einige Stationen, die wir mit Ihnen verbinden, sehen wir noch mal. Herr Quaich. Ein bewegtes politisches Leben. Was glauben Sie, kann das Erfüllende an einem Politikerleben sein? Das frage ich mich auch. Ja, deswegen frage ich Ihnen. Ich glaube, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, es ist tatsächlich die Kommunikation, die Begegnung mit den Menschen, das Ringen um die Sache. Sie machen ja was Sinnvolles. Es ist ja nicht so, dass Sie irgendwie da Plattitüden miteinander austauschen, sondern Sie kämpfen ja für etwas, das für Sie eine hohe Valenz hat, eine hohe Wertigkeit. Und für etwas eintreten zu können, das Sie für sinnvoll erachten, für Ihre Werte gerade zu stehen und von da auch mal sich eine blutige Nase beizuholen. Also ich würde das erfüllend finden. Ja? Und ich meine, als Philosoph, man schwebt ja immer so ein bisschen im Elfenbeinturm. Da fehlt mir manchmal auch so diese wirkliche Auseinandersetzung im Leben. Aber ich glaube tatsächlich, Erfüllung verspreche ich mir jedenfalls davon oder glaube ich, kann man sich davon versprechen, dass man engagiert für das eintritt, woran man glaubt und wofür man steht. Nun haben Sie ja auch konkrete Personen zu Hause. Sie haben ja auch angesprochen, Mensch, jetzt bin ich da, wenn ich mit meiner Tochter spreche. Und über diesen Spagat, auf der einen Seite diese Erfolgserlebnisse zu suchen, die Erfüllung in der Politik, auf der anderen Seite aber auch ein Privatleben zu haben, haben Sie in dieser Sendung schon einmal gesprochen. Und zwar vor 18 Jahren im Nachtcafé. Ich bin vorhin gefragt worden, ob das nicht für mich ein erfolgreiches Jahr war, wenn ich, sagen wir mal, an den Einzug der PDS in Fraktionsstärke im Bundestag denke und so weiter. Natürlich, das war ein politisches Ziel, so gesehen war es erfolgreich. Aber jetzt mal angenommen, was glücklicherweise nicht der Fall ist, in der Zeit wäre meine Ehe kaputt gegangen oder so, dann wäre es doch in Wirklichkeit ein Jahr voller Misserfolge. Das heißt, wichtig ist doch, was ist für mich der Maßstab? Ihre Ehe ist mittlerweile geschieden, aber ganz davon abgesehen, was ist Ihr Maßstab? Aber ich stelle fest, damals war ich ja noch schlanker. und mehr Haare hatte ich auch. Das mag sein, aber bleiben wir beim Thema, Herr Gysi. Also, was ist denn Ihr Maßstab? Das weiß ich nicht. Das ist ja auch unterschiedlich. Wir Männer sind einseitiger gestrickt als Frauen. Inwiefern? Ja, weil wir unsere Bedeutung fast ausschließlich an unserer beruflichen Tätigkeit messen. Und dann noch dem Irrtum unterlegen, zu glauben, dass wenn wir mehr verdienen, dass wir dann auch mehr wert sind. Frauen sind viel breiter aufgestellt. Für die hat nicht nur die Familie, die Kinder, vieles hat für sie einen Sinn und macht ihren Wert aus. Wir sind einseitiger, wir Männer. Und das ist ein Problem, weil du dann immer wieder Erfolge in einer beruflichen Tätigkeit in einem Maße suchst, was dein Privatleben gefährdet. Während nicht alle Frauen natürlich,
aber das ausgewogener hinbekommen. Für die ist der Beruf auch wichtig, ganz klar. Ist alles wichtig, aber sie sind viel breiter angelegt. Deshalb übrigens leiden unter Arbeitslosigkeit Männer noch mehr als Frauen, weil Frauen eben noch eine andere Bedeutung für sich erkennen, außer der beruflichen Tätigkeit. Und da bin ich eben typisch männlich, was mir gar nicht recht ist, weil ich die Bedeutung auch so gemessen habe. Und ich sage Ihnen eins, und das ist das Schlimmste, wenn man in der ersten Reihe der Öffentlichkeit steht, gilt auch für Sie, gilt auch für Schlagersängerinnen und Schlagersänger und gilt eben auch für Politikerinnen und Politiker, nimmt man sich zu wichtig. Was ist auf der Strecke geblieben? Dann bleibt auf der Strecke deine Kommunikationsfähigkeit mit anderen. Also wenn dich ein Freund anruft und sagt, können wir uns nicht mal wieder sehen? Und du sagst, ich habe keine Zeit. Und der ruft dreimal an und viermal an. Und du hast keine Zeit. Dann ruft er nicht mehr an. Und dann kannst du nicht nach 10 Jahren anrufen und sagen, jetzt habe ich aber Zeit. Das ist dann vorbei. Es gab ja das konkrete Verstehen Beispiel. Sie? Ihre Tochter ist am 1. Mai geboren. Furchtbar, ja. Ich meine, und schön. Wo fand das, wieder sind Sie? Von der Symbolik her fand ich es ja fantastisch, dass meine Tochter am 1. Mai geboren ist. Die Frage ist ja, wo sind Sie? Richtig. Beim Geburtstag? Ja. Entspannt mit Zeit? Richtig. Oder am Reden? Oder bei einer Kundgebung. Nun kannst du, wenn du Fraktionsvorsitzender bist und so, auch nicht immer sagen, nein, ich rede nicht am 1. Mai. Aber ich war immer in einem Konflikt. Ich will es im Nachhinein gar nicht beurteilen. Aber mich ärgert, dass ich zu wenig Zeit hatte. Es ärgert mich wirklich. Und es tut mir auch leid. Ich habe mich deshalb auch ja öffentlich bei Ihnen entschuldigt. Und ich kann nur allen, die in die erste Reihe kommen, sagen, das ist alles schön, ist alles wichtig, muss man alles machen. Aber man braucht zwei Fähigkeiten. Man muss auch Nein sagen können. Man muss sagen können, jetzt ist die Familie dran. Schluss, Punkt, aus. Ich gehe da nicht hin. Und das Zweite ist, man muss sich auf andere richtig konzentrieren können. Und nicht nur auf die eigene Bedeutung, die man sich zumisst oder die einem eingeredet wird von anderen. Darf man auch nicht vergessen. Jetzt, wissen Sie, mit 68 könnte ich wunderbaren Unterricht machen für junge Politikerinnen und Politiker, weil ich Ihnen allen sagen kann, was Sie alles falsch machen können. Aber Sie machen es doch. Ja. Aber Sie haben ja immer noch die Termine, das wollen wir ja auch sagen. Sie haben die öffentliche Entschuldigung angesprochen in Ihrer Bielefelder Rede, da wo Sie gesagt haben, ich ziehe mich aus der ersten Reihe der Politik zurück. Als Sie das angekündigt haben, haben Sie Freunde und Angehörige ja direkt adressiert und auch schon mal gesagt, dass Sie sich zu wichtig genommen haben. Wir hören noch mal diesen Ausschnitt, diese Passage aus Ihrer Rede. Ich habe viel zu wenig Freundschaften gepflegt. Ich hatte viel zu wenig Zeit für meine Angehörigen. Und das lag nicht an euch, die ihr mich eingeladen habt. Das ist euer Recht, das ist sogar eure Pflicht. Auch nicht an den anderen, die mich einluden, sondern es lag an mir, weil ich zu selten Nein sagte, mich einfach zu wichtig nahm. Das ist eine große Gefahr, wenn man in der ersten Reihe der Öffentlichkeit steht. Ich werde andere nicht davor bewahren können. Aber bei meinen Angehörigen, meinen Freundinnen und Freunden, möchte ich mich heute aufrichtig entschuldigen. Es tut mir sehr, sehr leid. Herr Gysi, das war ja lange vorbereitet, diese Rede. Trotzdem merkt man diese Bewegung. Haben Sie in diesem Moment dann auch noch mal erfasst, welchen Preis das alles hatte? Ja, also ob ich es vollständig erfasst habe, weiß ich nicht. Aber ich habe es erfasst, weil es ist ja auch vieles in meinem Leben kaputt gegangen. Also damit hier kein falscher Eindruck entsteht, meine Beziehung zu meinen Kindern ist sehr gut, zu allen. Mhm. Ich freue mich, morgen sehe ich meine Tochter in Köln, weil ich von hier nach Köln fahre zum nächsten Termin. Und also das schon, aber ich habe natürlich auch viel verloren. Ich habe viel draufgegeben. Was? An eigener Substanz. Auch an Kraft. Ich war mal in einem Ballett, dann bin ich eingeschlafen, weil ich viel zu müde war. Früher konnte ich das genießen. Das Schlimmste war, nach 3 Jahren war ich das erste Mal wieder in Urlaub und habe festgestellt, ich war urlaubsunfähig. Also ich saß immer da und wartete auf Faxe, kam aber keiner. Und dann habe ich gemerkt, Gysi, du hast ja einen Knall, habe ich gesagt. Also das musste wieder ändern. Inzwischen sehr selbstkritisch, muss man sagen. Aber inzwischen bin ich wieder urlaubsfähig. Aber es war ja nicht nur, es war ja nicht nur die Faxe im Urlaub. Nein. Sie hatten 3 Herzinfarkte, Sie hatten eine relativ komplizierte Gehirnoperation. Wenn Sie da im Krankenhaus sind, haben sich da dann zumindest mal phasenweise die Werte im Leben neu justiert? Ja, ja und nein. Also es ist so, erstens ganz typisch, ich
war raus aus der Politik und dann kamen die Krankheiten. Mhm. Weil wenn du in der ersten Reihe der Politik stehst, kriegst du so viel Adrenalinstöße, dass die Krankheit nicht zugelassen wird. Die kommt nicht raus. Und dann setzt du dich etwas zur Ruhe und dann ballt sich das alles und kommt alles raus. Und das Zweite ist, Journalistinnen und Journalisten, die sind ja auch spannend. Ich hatte doch meine Gehirnoperation. Ich war ja gar nicht mehr in der Politik. Ich war nicht mehr in der ersten Reihe. Musste die alles gar nicht interessieren. Und dann hatte ich meine erste öffentliche Veranstaltung wieder im Deutschen Theater mit dem hervorragenden Bildhauer Rydlitschka aus Österreich. Und eine ganze Reihe saß voll von Journalistinnen und Journalisten. Die interessierten sich gar nicht für das Gespräch. Die wollten nur sehen, welche Macke ich habe nach der Gehirnoperation. Wackelt der jetzt mit dem Kopf? Oder also, das war ihre Neugier. Das heißt, da habe ich festgestellt, diese Art der Neugier hört auch nicht auf. Natürlich denkt man darüber nach. Ich habe übrigens Seehofer, nachdem er tödlich krank war, mal im Rundfunk getroffen. Da war er anders als heute, weil er plötzlich eine Nachdenklichkeit ausstrahlte, also Dinge in Frage gestellt hat, die man sonst nicht in Frage stellt. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin ein anderer Typ. Ich versuche, und das kann ich meisterhaft, solche Dinge zu verdrängen. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, erledige ich einen Termin noch im Wartezimmer. Erst wenn ich auf dem Stuhl sitze, fällt mir ein, wie unangenehm das ist. Vorher denke ich darüber gar nicht nach. Und so ist es da auch. Dann gehe ich eben ins Krankenhaus, mache den Termin. Die werden schon wissen, was. Ich weiß noch, wie die Anästhesistin kam und mir lange erklären wollte, was sie macht. Sag ich, Sie haben studiert, ich nicht. Machen Sie, wie Sie denken. Punkt. Also ich bin da etwas leichtfertig. Ja. Herr Quart? Mir ist es gerade sehr nahe gegangen, was Sie gesagt haben. Und ich finde auch... Ich höre da so eine Demut raus, ja, auch gegenüber der Aufgabe, die Sie da über so viele Jahre gemacht haben. Und dieser Gedanke, wir dürfen uns nicht zu wichtig nehmen, den möchte ich einfach noch mal kurz festhalten, weil ich glaube, der trifft natürlich für die Leute zu, die in der ersten Reihe stehen, wie Sie. Aber der trifft doch für uns alle anderen genauso zu. Wenn ich sehe, was im Augenblick auch so über die Medien läuft, du musst dich selbst optimieren, komm bloß nicht zu kurz, du kannst dein Leben selber meistern, du bist deines Glückes Schmied. Von allen Seiten wird uns suggeriert, wenn wir es nur richtig machen, wenn wir uns alle wichtig genug und ernst genug nehmen, dann kommt das erfüllte Leben, dann wird alles gut. Aber ich habe immer die Sorge, dass wir darüber genau das aus dem Blick verlieren, worauf Sie jetzt gesprochen haben. Auch dieses Stück Demut, dieses Stück Dankbarkeit, dieses Stück Bereitschaft zuzuhören, was mir die anderen eigentlich zu sagen haben. Die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit auf die Welt. Und da finde ich toll, dass Sie das auch als einer sagen, der da ganz oben immer auf dieser Pyramide steht und genau diese Erfahrung macht, die letztlich ja eigentlich jeder von uns kennt. Herr Gysi, Sie standen und stehen, wenn auch etwas zurückgezogener, in der ersten Reihe. Aber ich glaube, das, was wir ja mitnehmen, das Leben holt jeden ein, egal wie weit vorne er in irgendeiner Reihe steht. Sie haben dazu gesagt, wörtlich, so ein Füreinander-Dasein ist am Ende das Entscheidende. Es ist auf jeden Fall wesentlicher und hilfreicher und konkret nützlicher, als irgendwelche politischen Reden zu halten. Sie haben das Wort wesentlich ja selbst jetzt benutzt. Was ist für Sie das Wesentliche im Leben? Also eigentlich, glaube ich, ist das ganz Wesentliche, dass man liebt und geliebt wird. Wenn man das nicht hinkriegt, dann ist man nicht glücklich und nicht erfüllt. Gehört eine Partnerschaft dazu? Das kann in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich sein. Als Kind geht es um dein Verhältnis zu Eltern, zu Geschwistern. Dann geht es natürlich um partnerschaftliche Beziehungen, um das Verhältnis zu Kindern, um vieles andere. Aber die Erfahrung musste ich auch erst machen. Weil es gibt natürlich Momente, da denkst du, alles andere ist wichtiger, aber das stimmt nicht. Letztlich ist die Fähigkeit auch zu lieben und geliebt zu werden, das Entscheidende. Denn man kann das verlernen. Wenn sie sich zu wichtig nehmen, sind sie gar nicht mehr wirklich fähig zu leben, weil sie sich gar nicht so sehr auf einen anderen einlassen. Das ist die blanke Katastrophe. Aber ich will hier nicht so pessimistisch enden. Insgesamt hatte ich schon auch ein reiches und ein erfülltes Leben und kann mich nicht beschweren. Ich habe ja auch eine ganze Reihe von Kindern und bin eigentlich ziemlich zufrieden. Und aber sie, einiges muss ich noch verbessern und ändern. Und ich habe ja noch ewig... Eben, das wollte ich sagen. Ja, Frau Ginsberg. 94, mein Gott, da habe ich ja... kann ich gar nicht ausstellen. Aber ich möchte Sie etwas ganz Einfaches fragen. Ja. Ist Ihr wesentlicher Wunsch, nicht in der ersten Reihe zu stehen, wie Napoleon und Cäsar? Die hatten alle einen Grund, in der ersten Reihe zu stehen, weil sie klein sind. In der zweiten Reihe sehen sie nämlich nichts. Jetzt muss ich Ihnen erklären. Das ist ja...
Jetzt kriegt das Gespräch noch mal eine ganz andere Wendung. Ja, pass auf. Also erstens ist es so, ich bin natürlich nicht klein, sondern nur kurz. Aber mal abgesehen davon. Man nennt das in Englisch Five Footer. Ja. Und das ist ein bestimmter Begriff eben von sehr geltungsbedürftigen Männern, die sich durchsetzen, in der ersten Reihe durchsetzen müssen. Wirtschaftstykone und ja auch und Schauspieler nein. Und ja. Ja und nein. Also erstens gibt es auch lange, die sich sehr bemühen, in der ersten Reihe zu sein. Und zweitens ist es wie folgt. Sie haben in einem Recht, alle Kurzen neigen dazu, sich in erste Reihe zu stellen, weil sie sonst nichts sehen. Das ist ganz einfach. Das ist so. Das Zweite ist, beim Sportunterricht hatte das einen großen Vorteil. Wir mussten uns ja immer aufstellen nach Länge. Und da ich immer der Letzte war, hatte der Sportlehrer da gar keine Konzentration mehr auf das, was ich machte. Beim Ersten hat er noch genau darauf geachtet. Das habe ich wiederum geschätzt. Das ist ja unterschiedlich. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, aber nehmen Sie sich den Bundestag. Sie haben da lange, Sie haben mittlere, Sie haben kurze. Letztlich so einfach können wir es uns, glaube ich, nicht machen. Es hat doch auch was mit dem Charakter zu tun. Wenn du kurz oder klein und gehemmt bist, bist du ganz anders, als wenn du so offen wiederum an die Dinge herangehst wie ich. Ich glaube, wissen Sie, ich habe eine Stärke habe ich entwickelt oder doch vielleicht anderthalb. Die eine Stärke besteht darin, dass ich übersetzen kann. Übersetzen? Ja, übersetzen. Die Politikersprache ist so, dass sie nicht verstanden werden soll. Und ich habe immer versucht, das zu übersetzen. Also ich kann eben sagen, dass eine Kapitalgesellschaft eine Veräußerungserlössteuer in so und so ein Inhaberunternehmen so und so zu bezahlen hat und alle sind weg. Und ich kann es übersetzen und sage, die Deutsche Bank muss das machen und der Bäckermeister muss jenes machen. Das versteht dann jede und jeder. Das ist mir ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass ich in der Schule gelernt habe, dass ich nicht lügen kann. Ich will Ihnen auch sagen, warum nicht? Weil ich es mir nicht merken kann. Das ist furchtbar. Ich habe mal eine Mitschülerin angelogen wegen eines Wochenendes, weil ich keine Lust hatte, mit ihr was zu machen. Und ich habe mir irgendwas einfallen lassen, was nicht stimmte. Das hatte ich natürlich am nächsten Tag schon vergessen. Und da fragte sie mich und dann flog natürlich meine ganze Lüge auf. Und habe ich gesagt, Gysi, wenn du dir Lügen nicht merken kannst, lass das bleiben. So einfach ist es. Und dadurch bin ich ehrlicher. Das ist mein Vorteil. Herr Gysi, Sie haben auch gesagt, es ist wichtig, auch Herr Quarch hat das ja noch mal bestätigt, wenn man finanziell Not leidet, ist es schwer, ein erfülltes Furchtbar. Leben zu haben. Auch wenn man keine Kraft hat, keine Energie hat, es umzusetzen. Wie wichtig ist Geld für Ihr Leben? Auch Luxus für Ihr Leben? Ich glaube, Geld ist jetzt ist natürlich schön, dass wir das haben. Es ist ja möglich, vielleicht einfach frei zu wählen. Nach links, nach rechts zu gehen. Ich kann meinem Sohn eine tolle Schulausbildung ermöglichen. Mhm. Meine Eltern konnten mir eine tolle Schulausbildung ermöglichen. Aber das ist jetzt nicht um. Glücklich zu sein. Glücklich zu sein sind ganz andere Aspekte. Also Geld macht nicht glücklich oder macht glücklich? Nein, es gibt dir die Freiheit, Dinge zu entscheiden, aber es macht nicht glücklich. Dazu gehört Familie, Freunde, Gesundheit. Das sind eigentlich Dinge, die ja glücklich machen. Das andere ist dann halt ein Bonus, ein Bonbon. Lernen wir Sie einfach mal näher kennen. Ihr Vater war Koch, hat sich dann hochgearbeitet. Was macht er heute? Mein Vater hat Mutter-Kind-Kur-Kliniken in Deutschland und ein Mutter-Kind-Hilfswerk, ist im Klinikbereich tätig und sozial eben auch sehr engagiert. Hat natürlich die ersten Jahre mich nicht wirklich aufwachsen sehen, weil er die Firma aufbauen musste. Hat aber, ich glaube, er hat für mich halt versucht, eben das zu geben, was er selber als Kind nicht hatte, eben die Möglichkeit, dass ich eine tolle Schule besuche, dass ich verschiedene Sprachen lerne, dass ich verschiedene Kulturen kennenlerne, dass ich tolle Orte sehe. Und musste aber diesbezüglich auch seinen Preis natürlich bezahlen. Also er hat eben die ersten Jahre nicht viel von mir jetzt mitbekommen. Wie luxuriös sind Sie denn aufgewachsen, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung bekommen? Auf der einen Seite wahrscheinlich wie eine Prinzessin. So in Deutschland. Meine Mutter ist Russin, aber gebürtig aus Lettland. Und die ersten 6 Jahre habe ich sehr viel bei meiner Oma gelebt. Und das war ja eben Sowjetunion. Also ich meine, da war halt so, dass es war normal, dass man zu viert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung war. Man ist zum Nachbarn gegangen, da waren irgendwie, die hatten 4 Kinder und haben Borscht gekocht. Und da wurden alle eingeladen. Man klopft da, man geht hin. Das war eben so diese eine Welt. Und dann in München eben die andere Welt, wo ich halt ein Pferd hatte, auf dem Internat groß geworden bin. Aber für mich war immer klar, dass es eben nicht selbstverständlich ist, weil ich diese andere Welt ja genauso gekannt habe.
Und deswegen war ich auch immer sehr dankbar, dass eben meine Eltern mir das ermöglichen konnten. Mit 17 sind Sie dann nach München gezogen, haben eine eigene Wohnung bezogen, haben dann auch versucht, eine Kollektion, eine Modekollektion, weil Sie auch Modedesign studiert haben, auf den Markt zu bringen. Das war dann nicht so erfolgreich. Aber wäre der Weg ohne Ihre Eltern so möglich gewesen? Meine Eltern haben mir halt vorgelebt, dass man, um erfolgreich zu sein, hart arbeiten muss man. Also ohne Fleiß funktioniert das schon mal nicht. Und ja, Mode ist halt mein Steckenpferd. Mhm. Ich dachte, ich werde irgendwie der zweite Karl Lagerfeld, aber ist nicht so. Mhm. Aber ich hatte eben die Möglichkeit, das zu versuchen. Also meine Eltern haben eben mir die freie Wahl gegeben, auch zu entscheiden, was ich machen möchte. Hätte ich gesagt, ich will jetzt irgendwie Metzgerin werden, auch okay, super. Ich hatte halt immer die Wahl und diese Wahl will ich auch meinem Kind weitergeben. Mhm. Was er danach macht, ich erstmal ermögliche ihm alles, was er will. Aber was er daraus dann macht... Was ermöglichen Sie ihm heute so? Wie erstmal eine tolle Schulausbildung. Mhm. Dann lernt er natürlich sehr viele Sprachen, weil ich rede eben Russisch mit ihm. Sein Vater redet Deutsch mit ihm. In der Schule lernt er Spanisch und Englisch. Dann, neuerdings, ist ja Mode, lernt er Chinesisch. Mhm. ob er sein Abitur schafft, ich meine, der ist 5 Jahre alt, das weiß ich natürlich nicht. Aber er hat erstmal die Möglichkeit... Mit 5 lernt er schon so viele Sprachen? Ja. Das ist ja süß. Süß, ja. Das Interessante ist, Sie sitzen jetzt hier und ich glaube, Sie wirken bescheiden. Sie wirken auch gar nicht so, als ob Sie auf Geld fixiert werden oder auf Reichtum fixiert werden. Zumindest scheint es so für mich. Gleichzeitig gibt es Bilder von Ihnen. Sie sind auch Teil einer RTL2-Serie, die heißt Reich und Sexy. Sie treten da auf mit anderen Millionärsfreundinnen. Das sieht aber aus wie eine andere Welt. Also wie zumindest eine andere Seite. Und wir sehen auch die jetzt noch mal kurz. Ihr Sohn, was bekommt er für eine Welt mit? Ja, ich höre nur die Marke, der Schal, jene Marke, das ist das? Das ist die Welt? Ihr Online-Blog. Ja, Ihr Online-Blog, ja, aber trotzdem ist es ja das wahre Leben auch, oder nicht? Oder ist das zu trennen? Ja, das ist eigentlich schon zu trennen. Also für uns auf jeden Fall. Also das eine, das ist das Verkaufen und das andere ist das wahre Leben bei Ihnen? Na, Maximilian, weiß, dass Mama eben ja auch arbeiten muss. Also er weiß ja zum Beispiel auch, dass ich jetzt wieder weg bin, aber ich komme morgen wieder. Und er weiß auch, dass das Geld eben nicht vom Himmel einfach fällt. Mhm. Aber wenn ich das mal sagen darf, der fühlt sich ja auch in einem normalen T-Shirt wohl. Der braucht nicht Gucci oder sowas mit. Eigentlich nicht, ja. Nur eins ist mir wichtig. Ich kann sie ja gar nicht beurteilen, da ich sie nicht kenne. Wenn man vermögender ist, hat man mehr Möglichkeiten, alles klar. Ich möchte nur, dass man gegen Armut kämpft. Gerade wenn man mehr hat, muss man engagiert gegen Armut kämpfen. Bei mir geschieht das auch, weil ich nicht von Armut umgeben sein will. Weil das beeinträchtigt schon wieder mein Wohlbefinden. Also kämpfe ich gegen Armut, da möchte ich sie gerne für gewinnen. Ja, sehr gerne. Ja, ich habe auch, eben, seitdem ich Mama geworden bin, natürlich einen anderen Bezug auch. Und mache eben sehr, sehr viel, was Kinder angeht. Weil Kinder sind nun mal eben das schwächste Glied in unserer Gesellschaft und nicht... Die können ja nichts dafür, dass jemand in einer reichen Familie geboren ist. Der andere hat eben vielleicht weniger Geld. Wie sehr erfüllt es denn, sich eine teure Tasche zu kaufen oder teure Schuhe zu kaufen oder so? Ich bin ein Mädchen. Ich finde Taschen toll. Sie haben auch ein Faible, glaube ich, dafür, oder? Ja. Also ich habe auch ein bisschen Faible für Taschen. Ja. Vielleicht, ich weiß jetzt keine Ahnung, ob es die gleiche Liga ist, das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Aber das gönne ich mir dann mit meiner Kunst. Da schaffe ich ganz lange dran und dann gönne ich mir das. Aber ich habe ein lustiges Erlebnis mit meinen Schwestern. Wir machen ab und zu einen Stadttag in München. Und dann waren wir bei Louis Vuitton. Mhm. Und dann haben wir diesen Laden auf den Kopf gestellt. Es war so lustig. Wir konnten uns keine Tasche leisten, aber jede hat dann vom Personal so eine kleine Louis Vuitton Papiertüte gekriegt. Und das war eigentlich, das ist dann auch das Glück im Kleinen. Jede ist dann selbstbewusst mit der Louis Vuitton Tüte durch die Stadt marschiert. Wir haben es dann zu Chanel gewagt und wie sie alle heißen, zu Gucci und haben einen Spaß gehabt. Und es war total schön. Also es ist schon so, letztendlich so ein bestimmter Luxus macht auch Spaß, wenn man vielleicht ganz lang drauf nachspart. Also wie gesagt, für mich ist das dann auch mal was Besonderes. Aber wie gesagt, wie lange das große hält, Glück liegt im Kleinen. Wie lange hält bei Ihnen die Freude über eine Tasche an? Ja, bei ihr war ja nur die Freude über eine leere Tüte. Das ist richtig. Ja? Muss das wieder neu gestillt werden? Nein, also ich finde, wenn ich was sehe, was mir gefällt, dann überlege ich schon natürlich. Also
ob ich mir die jetzt hole. Aber wenn ich sie hole, ich freue mich über. Ich habe wieder zu Hause, ich habe alles in Beutelchen und ich habe meine Kleider irgendwie in Folien. Und ich gucke die an und finde, das ist toll. Das ist halt, wie gesagt, Mode ist halt meins. Einfach, ich pflege das auch. Und für mich, ich habe Sachen, ich habe Kleider, die sind bestimmt 10 Jahre alt auch zum Teil. Mhm. Weil ich die aber schön finde, weil ich das Design damals toll fand. Und weil an jedem auch für mich irgendwie so ein Erinnerungsstück halt ist. Ja. Sie bewegen sich aber ja in Kreisen, die verdienen ja alle nicht wenig. Ne? Würden die Freunde bleiben? Angenommen, ihr Geld wäre mal weg, würden die Freunde bleiben? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Weil sie sich die Sachen nicht mehr leisten können, die sie sich leisten können? Die reden ja nicht mit mir und sagen, oh, jetzt hast du ein Gucci-Kleid an, jetzt bist du mein Freund. Und sie fragen ja nicht, kannst du mir meinen Kontoauszug zeigen? Sondern in erster Linie gehe ich ja auch sehr offen auf Menschen zu. Mir ist es egal, was wer macht, was wer hat. Und das erwarte ich eigentlich auch von meinen Freunden. Oder die Leute, die in meinem Umfeld sind, sollten genauso denken. Also ich halte nicht viel von oberflächlichen Menschen. Was macht ein erfülltes Leben für Sie aus? Mein Kind. Mein Kind ist meine Erfüllung. Herr Quarz? Ja, weil? Und ich bin natürlich ganz dankbar, weil das Wasser auf die Mühlen gießt, die ich hier zu drehen versuche. Mhm. Ja, weil das ist halt wieder die Begegnung, nicht? Es ist das Menschliche. Es ist eben das Kind, jetzt dürfen Sie nicht falsch verstehen, eben als der Erfüllungsgehilfe, als der Mensch, mit dem Sie zusammen eben diese erfüllten Augenblicke, diese erfüllten Momente erleben können. Und weil wir gerade über den Konsum sprachen, ich kann mir schon vorstellen, also ich habe ja selber auch so meine Konsumwünsche und wenn ich dann mir endlich die Dampflokomotive für meine elektrische Eisenbahn kaufen kann, von der ich immer schon geträumt habe, dann bin ich auch happy. Ja? Aber das ist eben nicht Erfüllung. Und ich glaube, da muss man, also Philosophen wollen immer Begriffe unterscheiden. Ne? Und ich glaube, da muss man wirklich einen Unterschied machen. Auch bei Ihrer Geschichte. Ne? Das Erfüllen ist die Begegnung mit diesem netten Personal in dem, was war es, Louis Vuitton, in diesem Laden. Ja? Da haben Sie Spaß gehabt. Ja, und da guckt man sich in die Augen, da lacht man miteinander. Das vergessen Sie nicht mehr. Und die Täuschung, die Tasche, die hätte macht man vielleicht auch Spaß, wenn sie danach zu Gucci geht mit der Tüte und die denken, oh. Ja, klar. Ja, die ist ganz das verstehe ich. Das ist vor allen Dingen, es hat was Spielerisches. Und vielleicht ist das auch eine ganz wichtige Komponente, dass gerade auch, wo wir miteinander spielen, Erfüllung erleben können. Wo es gerade gar nicht so ernst dazu geht, wo wir nicht irgendwas erreichen müssen. Wo es gerade nicht darum geht, ein Ziel zu verfolgen und dann am Ende an dem Ziel anzukommen, dann sind wir befriedigt. Ja, wir sagen uns, schön, wir haben das Ziel erreicht. Aber wie Sie gerade auch gefragt haben, dann müssen wir ganz schnell wieder ein neues Projekt uns vornehmen, um dann wieder so ein Stückchen Befriedigung zu haben. Aber das eigentlich Aufregende, das ist da, wo man sich in die Augen schaut, wo man Spaß hat, wo man spielt, wo man lacht. Ich glaube, das ist es. Sie sind der Philosoph, aber Sie sind die Alterspräsidentin mit 94 Jahren. Was ist denn für Sie ein erfülltes Leben? Erstens ist mein Leben noch nicht erfüllt. Ich bin unterwegs. Ich habe noch sehr viele Projekte und freue mich über neue Begegnungen. Ich habe sehr viele neue Pläne. Also das Wort Erfülltsein hat etwas so Endgültiges, was mir nicht gefällt. Und was einen erfüllt, ist dieser Moment. Was macht mir im Moment Spaß? Und eben die Freiheit in Zeit und Raum ist sehr, sehr wichtig für mich. Und wahrscheinlich auch für andere, dass man machen kann, was man will. Sie haben 3 Männer gehabt, haben auf unterschiedlichen Kontinenten gelebt. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Aber haben Sie manchmal den Eindruck, schon mehrere Leben gelebt zu haben? Ja. Und zwar, ich lebe mehrere Leben gleichzeitig. Ich erlebe in New York ein anderes Leben als in Tel Aviv und sicher anders als in Zürich. Und jedes Leben ist voll, hat seinen eigenen Kreis, hat seine eigenen Freuden. Leiden gehe ich automatisch aus dem Weg, wie man kann. Und wenn sie mich begegnen, negiere ich sie einfach. Wie kommen Sie da dran vorbei? Also nehmen Sie einfach nicht wahr? Wie ein Hund, der sich aus dem Wasser kommt und schüttelt. Ich höre mir keine Krankengeschichten an, ich höre mir keine Leidensgeschichten an. Bin wahrscheinlich herzlos, aber das hilft alles zum Altwerden. Ist doch toll, also so fit wie Sie sind. Das kann ja nur ein guter Tipp sein. Schauen wir trotzdem noch mal auf den Beginn Ihres Lebens. Sie sind eine Jüdin, die den Holocaust überlebt hat, weil Sie 1942 fliehen konnten in die Schweiz. Jawohl. Sie sind vor der Flucht sehr gut situiert aufgewachsen. Sie hatten eine französische Mademoiselle, eine englische Lehrerin, haben Klavierunterricht bekommen. Also alles, was man sich so vorstellt. Und dann war das von einem Tag auf den anderen. Von einer Stunde zur anderen. Lassen Sie uns ich ging mit meinen Eltern ins Theater am 12. März 1938. Der Chauffeur hat mit unserem Wagen vor dem Theater gewartet, sollte warten.
Und als wir herauskamen, war das Auto weg, der Chauffeur weg und so unsere Menschenwürde weg. Wir waren freiwillig für alles. Die Bankkontis waren gesperrt, das ist eben das, was Sie sagten. Wer bleibt dann noch ein Freund, wenn alles weg ist? Und es kann jedem passieren, es könnte, wenn morgen die Chinesen einmarschieren, ist alles weg und die Umstände halt sind dann eben wirklich anders. Und es ging ja dann auch weiter. Sie haben sich erst einmal versteckt. 1942 vor der Flucht waren Sie ein paar Wochen täglich woanders zum Übernachten. Woanders. Wir haben 4 Jahre Hitler überlebt. Mhm. Und das ging sehr rasch abwärts, was man alles nicht durfte. Und dann ging es einfach ums Überleben. Und wenn man mich heute fragt, was ist dein Ziel, sage ich mit einem Wort, Überleben. Damals war es Hitler, jetzt ist es das Alter. Und das Überleben möglichst vergnüglich, das ist eine große Kunst. Man fragt sich ja immer, und das ist, glaube ich, für die, die diese Zeit nicht erlebt haben und auch in ihrer Situation nicht waren, ganz schwer natürlich nachzuvollziehen. Aber so prägend und vielleicht auch traumatisierend solche Erlebnisse sind, haben Sie Ihnen auch die Angst vor Veränderung genommen, weil Sie Flucht hatten, immer wieder sich auf neue Dinge einstellen? Im Gegenteil, ich glaube, es ist so wie eine Droge, dass man eben, ich brauche ununterbrochen Veränderung. Und es gibt einen Satz, die meisten Menschen sterben durch Langeweile und Einsamkeit. Also Langeweile vermeide ich, indem ich immer wieder woanders hingehe und Einsamkeit, indem ich mich mit netten Menschen anfreunde und immer wieder einen neuen Beruf suche. Und dieses Kleid trage ich jetzt auf Wunsch der Leitung hier, weil ich mit dem Kleid vor 2 Jahren habe ich etwas gemacht, was ich noch nie im Leben machte. Ich kann nicht singen, aber ich wollte ein Lied vortragen, also habe ich es gerappt. So Rapping. Heavy Metal. Und ich bin jetzt die Heavy Metal Großmutter. Und mit diesem Kleid habe ich sehr viel Erfolg gehabt. Ich war in Talentshows und im Television und so weiter. Und deshalb habe ich heute diesen Affenfrack an. Ich finde, das sieht wunderbar aus. Zur Krönung unseres Gesprächs sehen wir Sie auch noch mal als rappende Heavy-Metal-Frau. Also das lassen wir uns auch nicht entgehen. Gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Sie waren dann in der Schweiz. Ihr damaliger Verlobter und späterer Mann Otto Kollmann als Musiker hat dort als Pianist gearbeitet und wurde dann von den Amerikanern angesprochen, ob er nicht spionieren könnte. Sie waren Haushälterin in einer Partisanenvilla und haben auch spioniert. Wie können wir uns das vorstellen? Die ganze Villa war das Hauptquartier vom amerikanischen CIA. Das ist die Villa. Hat nach außen nach einem Diplomatenhaushalt angesehen. Der Diplomat war 23, ein halber Holländer, ein halber, weiß ich was, Malese. Und ich 22 Jahre und wir zwei haben dieses Diplomatenhaushalt geführt. Nur um das mal nachzuvollziehen, diese besondere Zeit, wie sehr haben Sie sich auch selbst in Gefahr gebracht in dieser Zeit? Unglaublich. Hm. Wir haben Waffen nach Domodossola geschmuggelt. Ich bin über die Grenze, da waren die deutschen Soldaten. Ich bin mit meinem Hund dran vorbei, La Bella Bionda. Und hinterdran sind die Waffen hingeliefert worden. Das war eine sehr dramatische und sehr gefährliche Zeit. Um Ihr Leben dann einfach mal weiter nachzuvollziehen. Nach dem Krieg haben Sie dann mit Ihrem Mann, dann Otto Kollmann, Karriere gemacht. Ja. Er hat komponiert, Sie haben die Texte geschrieben, haben sich 10 Jahre lang im deutschsprachigen Raum richtigen Namen gemacht, waren dann 1955 in Hollywood. Wie hat es Ihnen da gefallen? Nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Absolut nicht, weil alles fake ist. Alles ist nicht echt, nicht authentisch. Alles wird nur vorgeschwindelt. Unser Agent hat uns eine riesen Villa gemietet mit einer Nanny und einem mit 2 Autos. Niemand konnte chauffieren. Also wir kamen mit ziemlich viel Geld hin und nach 2, 3 Monaten war alles weg. Alles aufgefressen. Und man wundert sich oft, dass reiche, die bekannte Schauspieler Bettler am Sterben. Das ist es nämlich. Man muss da fremde Leute einladen und alles geht auf Karriere und auf Beziehungen. Also mir war der ganze Betrieb zu viel und ich bin weg. Mit manchen haben Sie dann doch Beziehungen geknüpft. Doris Day, bekannte Schauspielerin. Ja, mit der waren wir befreundet, ein ganz einfaches Mädchen. Und Ihr Mann sollte für Sie einen Song schreiben bzw. eine Musik komponieren und hat es nicht gemacht. Warum das denn nicht? Weil der Mann von der Doris Day ein ungezogener Lümmel war und mein Mann war ein Wiener...
der sehr auf Manieren geachtet hat. Und der ist nicht, der hat ihm die Füße in die Gegend gestreckt und der Mann hat gesagt, er arbeitet nicht mit ihm. Und ich habe gesagt, und wenn du jetzt dieses Lied nicht schreibst, ein einfacher Wiener Walzer zu einem guten Text hätte machen sollen. Und er hat gesagt, ich mache es nicht. Da habe ich gesagt, dann verlasse ich dich. Und ich habe ihn verlassen. Das ist konsequent. Sie sind dann nach Israel. Ja. Und wollten dort eigentlich ein bodenständiges Pionierleben führen. Ja. Hat aber auch nicht geklappt, weil Sie haben den nächsten wohlhabenden Mann kennengelernt. Was war das für einer? Das war, damals gab es, das war 1958, da gab es nur ein einziges Grand Hotel in Tel Aviv. Und das war das Dan Hotel. Und dort war ein Manager. Und mit der ist in der ersten Nacht hat das geklickt. Und ich bin statt 8 Tage dort, bin ich einfach dort geblieben. Und dann habe ich sicher kein Pionierleben geführt, sondern wieder das Partys. Und Tel Aviv ist ein sehr lebensfreudiger Ort, was man sich nicht vorstellt. Das Wichtigste sind Partys, Konzerte, Theater, was man gesehen hat, wo man gesehen hat. Ja. Dann kam ja irgendwann noch der dritte Mann. Wir wollen jetzt nicht alle im Detail durchgehen. Aber wie wichtig sind Ihnen diese Männer in Ihrem Leben? Sehr wichtig. Ich bin von einer Mutter erzogen, eine unverheiratete Frau war zu meiner Zeit, denken Sie daran, wie alt ich bin. Das dürfen die Frauenrechtlerinnen heute nicht einmal mehr hören, dass eine Frau einen Mann hinter sich braucht, sonst ist sie keine Personality. Damals war es so. Und heute, wenn Sie sich heute so umgucken, geht es dann in Richtung gleichaltrig oder eher die Jüngere? Den Blick müssen Sie jetzt noch ein bisschen ausführen. Ein Blick sagt mehr als viele Worte. Das stimmt natürlich auch. Wie viele Ehen haben Sie denn geführt? Drei. Dann lieben Sie Ehen wie ich. Ich habe auch schon 2 geführt. Ich liebe meine Freiheit und das Wichtigste ist immer, das Wichtigste in einer Ehe finde ich, wenn beide Teile wachsen. Wächst man in die gleiche Richtung, hat man Glück. Wächst man sich auseinander, muss man eben einen anderen Weg gehen. Nicht, dass der eine oder der andere schlechter ist. Und wir waren eine Großfamilie, meine Tochter kann das bezeugen. Der erste und der zweite Mann waren befreundet. Und wie ich mit dem dritten aufgetaucht bin, musste er den 2 anderen gefallen, damit er die Familienharmonie nicht stört. Und das ist sehr einfach. Wenn Sie diese Wege schon ansprechen, die immer wieder in unterschiedliche Richtungen auch gehen können. Sie sind ja immer wieder für Überraschungen gut, das haben Sie schon angedeutet. Jetzt möchten wir Sie auch noch mal sehen. Ja, mit einer Musikart, die ja durchaus aufsehenerregend ist. 94 Jahre, die rettende Heavy Metal Queen. Wann war das? Wann war das? Das war vor 3 Jahren. Aber Sie haben es heute auch noch so drauf, oder? Weil im November habe ich ja das mit dem Kleid gezungen, Trümmer. Mhm. Das ist ein anderes Heavy-Metal-Lied. Und weil niemand meine Texte singen will, singe ich sie allein. Wer will schon Totenköpfe singen? Was hat Ihnen das gegeben, diese ganze... Adrenalin. 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 Ich habe bei der Talentshow in Zürich, das war jetzt im November, 1500 Leute haben mir zugejubelt. Und ich verstehe jetzt Schauspieler, und die sich dieser furchtbaren Arbeit unterziehen, jeden Abend vor dem Publikum zu stehen, weil es ein unglaubliches Glücksgefühl, ein erfülltes gibt, wenn einen 1500 Leute zujubeln. Also, ja. Danke. Haben Sie so eine Vorstellung, wie alt Sie gerne werden möchten? 120. 120. Wissen wir ja. Ja, warum auch nicht? Da haben Sie noch jede Menge Zeit. Ja. Und darf ich noch sagen, wir sind alle programmiert, 120 Jahre alt zu werden. Der Länge unserer Schwangerschaft gemessen. Eine Katze ist 3 Wochen schwanger und hat so lange Jahre. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen, wir sind programmiert, 120 Jahre alt zu werden, wenn wir uns seelisch darauf einstellen. Und wenn Sie sich jetzt da seelisch drauf einstellen, würden Sie dann sagen, dieses erfüllte Leben, ich höre da so raus, einerseits Adrenalin, andererseits aber auch nicht groß über Vergangenes nachdenken, im Hier und Jetzt sein, ist es das? Was vergangen ist, kann man ja nicht mehr ändern. Sogar wenn es vor einer Sekunde passiert ist, kann man es nicht mehr ändern. Ich spreche nur gerne über Zukunft, über Zukunftsprojekte, was ich für Pläne habe, was meine Freunde für Pläne haben.
dann hoffen wir für Sie auf eine ganz, ganz lange Zukunft mit viel, viel Gegenwart. Und hier und jetzt, Dankeschön. Wenn man das so hört, drei Männer, unterschiedliche Kontinente, immer wieder Aufbruch, ist das so ein bisschen ein Gegenentwurf zu Ihrem Leben, das ja doch sehr auf Kontinuität setzt, oder? Also Sie haben vorher was ganz kurz gesagt, und zwar entweder man entwickelt sich zusammen oder auseinander. Und wir haben wohl Glück gehabt. Also wir haben uns wohl zusammen gestritten. Also ja, sicherlich macht das was aus, denke ich mir letztendlich, wie gesagt. Es sind ja unterschiedliche Bedürfnisse. Auf der einen Seite so eine Sicherheit zu haben, eine Kontinuität zu empfinden, auch Wurzeln aufzubauen, und auf der anderen Seite aufzubrechen, neugierig zu sein, Neues kennenzulernen. Wie erkenne ich denn, welcher Typ ich da bin? Ich glaube, in uns allen steckt beides. Mhm. Und das ist auch schon von unserer ganzen biologischen Veranlagung her so. Der Mensch ist halt ein Wesen, das sich zum einen nach Mitteilung sehnt, sich in der Welt zu bekunden, auch seine eigene Individualität auszuprägen, frei zu sein, zu zeigen, wer man ist. Und gleichzeitig haben wir diese tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Zugehörigkeit, nach Verwurzeltsein, zu eingebunden sein in der Familie, in größeren Zusammenhängen. Und beides hat seine vollkommene Berechtigung. Ich glaube nicht, der eine Typ ist eher so der Freibeuter und der andere ist eher das Heimchen, das daheim bleibt. Sondern es kann auch in unterschiedlichen Lebensphasen, in unterschiedlichen Konstellationen sein, dass mal die Seite die wichtigere ist und dann wieder die Seite die wichtigere. Ich glaube, die Kunst besteht am Ende des Tages doch darin, den Ausgleich zu finden. Manchmal denkt man ja, man ist auf einem guten Weg hin zu einem erfüllten Leben. Und dann merkt man aber doch, dass man auch abstürzen kann. Sie hatten vieles von dem, was wir gerade angesprochen haben. Sie hatten einen guten Job, waren Manager. Sie hatten Familie, Frau, Kinder, ein Haus. War das nah an der Zielvorstellung schon, wo Sie damals hin wollten? Ja, das war eigentlich das Ziel, was ich angestrebt habe. Es gab, als ich Kind war, ich bin am Rhein groß geworden. Da gab es eine Situation, da erinnere ich mich ganz gut dran. Da stand ich am Rhein und habe den Motorbooten zugeschaut als Kind und fand das toll und habe gedacht, Mensch, wenn du groß bist, dann willst du auch mal so ein Ding haben. Und dann habe ich mir überlegt, was willst du noch alles haben in deinem Leben? Ja, und dann habe ich mir halt so einen imaginären Wunschzettel geschrieben. Was kam da so alles vor? Da kam eben Karriere machen. Ich bin also, ich stamme aus einem Akademikerhaushalt, war klar, alle studieren. Damit verbunden auch ein entsprechendes Einkommen, eine entsprechende Lebensqualität in Form von auch materiellen Werten. Ja, dann kam die entsprechende Ausbildung und die Karriere hat dann auch im Prinzip gut funktioniert, Schritt für Schritt. Wie wichtig war Ihnen der Job? Also Sie hatten schon Familie, Sie hatten schon Frau. Wie viel Zeit haben Sie in den Job investiert? Ja, wie Herr Gysi schon sagte, der Mann, der ist halt entsprechend im Job eingebunden. Und, aber es ist ja kein gottgegebener Zustand. Männerbilder sind auch im Fluss. Ja, ja, natürlich. Mhm. Aber ich habe halt im Prinzip die Rolle erfüllt, wie man sie kennt oder wie man sie gelernt hat. Ja. Habe viel gearbeitet, war viel unterwegs, auch an den Wochenenden. Habe viel im Flieger gesessen und habe aber dann trotzdem versucht, mein großes Ziel war eben, eine Familie auch zu haben mit zwei oder drei Kindern, mit Hund und kleinem Häuschen und so weiter, wie man sich das so vorstellt. Und das war halt eben auch nur zu erreichen, wenn nur einer verdient, dass eben ein entsprechendes Einkommen da sein muss. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich entsprechend im Beruf engagiert. Also Sie haben sich da richtig reingehängt, Ihren Traum im Blick. Haben Sie denn dann schon gemerkt, dass bei allem Engagement zu Hause was bröckelt? Ja, sicher, das ist ja ein Prozess. Ja. Also, man merkt natürlich, dass Dinge auf der Strecke bleiben, aber man hat nur ganz bedingt die Möglichkeit, da einen Riegel davor zu schieben. Ja. Herr Gysi, würden Sie denn heute sagen, dass das, was Sie da angestrebt haben, eher so ein oberflächliches Glück war und dass Sie später erst gelernt haben, was ein tieferes Glück ist? Definitiv, ja. Definitiv. Das waren so alles so Markenzeichen. Genau. Das war im Prinzip so, dass, wie gesagt, im Akademikerhaushalt groß geworden ist. Es war ganz selbstverständlich, dass jeder studiert. Und man ist eben in dieses Rad, in dieses Getriebe reingekommen und mitgelaufen. Sie haben ja auch gesagt, Mensch, bei der ganzen Arbeit, ich war manchmal nicht da. Ich saß da zwar, aber ich war nicht aufmerksam. Ist das bei Ihnen ähnlich gewesen in dieser Zeit? Ja, gewiss. Ja. Also ich habe die Zeit, die ich zur Verfügung hatte mit der Familie, habe ich mich sehr stark mit den Kindern beschäftigt. Mhm. Ich bin also aus Leidenschaft Vater. Und wenn man dann einen 12-Stunden-Job hat, und dann bleibt natürlich nur noch relativ wenig übrig, für die Frau zum Beispiel.
Und irgendwann hat die Frau ja auch mit Ihnen gesprochen und hat es angedeutet. Und irgendwann ist die Frau dann auch gegangen. Ja. In dieser Zeit, wie alt waren Sie da ungefähr? Darf ich fragen, als Sie noch oben waren oder als Sie schon unten waren? Da ging es langsam schon runter. Es hat aber einen anderen Grund gehabt. Ich habe also Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing. Und da ist ab einem Alter von ungefähr 40 wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Da ist man nicht mehr flexibel genug, hat noch andere Gründe. Es wurde auf jeden Fall immer schwieriger. Die Unternehmen haben auch nicht mehr so hohe Gehälter bezahlt. Da kam hinzu, dass das ein oder andere Unternehmen auch Stellen gestrichen hat, auch das mittlere Management eingestrichen hat, weswegen ich wechseln musste und damit auch verbunden finanziell Rückschritte machen musste. Also Sie haben finanzielle Rückschritte gemacht, dann war auf einmal die Frau nicht mehr da, die Kinder waren auch nicht mehr da. Wie war das dann, nach Hause zu kommen und plötzlich kein Hund mehr? Fürchterlich. Fürchterlich. Zum Thema allein sein können und allein sein müssen, das habe ich da ganz, ganz brutal gelernt in der Zeit. Beschreiben Sie das mal, Sie kommen nach Hause? Sie kommen nach Hause, wir hatten also ein kleines Bauernhäuschen gekauft und renoviert im Vorort von München. Da sind die Kinder groß geworden, es war immer, der Garten war voll mit Nachbarskindern, wir hatten ein tolles Umfeld. Und es kam dann der Tag, als eben die Frau ausgezogen ist und ich bin dann in Freizeitbad gegangen. Und kam dann zurück nach Hause, die Kinderzimmer waren leer. Der Hund war vorher schon weg, aber die Kinder standen halt sonst wie die Orgelpfeifen an der Tür und haben sich auf den Papa gefreut, das war halt dann vorbei. Ja, sie kamen ins Leben und jetzt kamen sie ins Schweigen. Genau. Das ist unangenehm. Ja. Und dazu kamen dann auch noch Schwierigkeiten im Job. Wie Sie angedeutet haben, Sie waren dann so Mitte 40, es wurde immer schwieriger, Sie haben dann sind nach Mainz gezogen, weil dort beruflich sich eine Perspektive auftat, waren dann aber 400 Kilometer von den Kindern weg. Das ging auch nicht, haben Sie auch nicht ausgehalten. Das heißt, Sie sind dann wieder in die Nähe der Kinder gezogen, haben dann wie viel Bewerbungen geschrieben? 620. 620 Bewerbungen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also nun würde man vielleicht sagen, hat der zu hohe Ansprüche gehabt? Oder, Also ich habe wirklich das Ziel gehabt, eine Stelle zu finden. Ich habe auch entsprechende Flexibilität versucht einzubringen. Das Problem ist, es war erstmal eine Region, die nicht sehr stark mit großen Unternehmen besetzt ist. Das ist Neuburg an der Donau. Ich bin nach Mainz gezogen, habe die 6 Monate Probezeit dort durchlaufen, habe aber festgestellt, es geht nicht. Die Kinder haben 5-mal am Tag angerufen und ich konnte auch dort, war da auch am Wochenende viel beschäftigt. Das ist ein Catering-Unternehmen. Wir haben damals von Mainz 05 das Stadion-Catering gemacht. Da war ich oft am Wochenende auch eingebunden. Ich habe dann teilweise die Kinder 6 Wochen nicht gesehen. Das war ganz schlimm. Dann habe ich gesagt, okay, du hast schon viel erreicht, du hast viel gemacht, du hast auch viel Geld verdient, hast tolle Sachen erlebt. Karriere wird jetzt mal beendet. Jetzt konzentrierst du dich wirklich nur auf die Kinder. Eine Trennung ist immer für die Kinder auch schlimm. Und habe dann gesagt, ich breche die Zelte in Mainz wieder ab und gehe zurück nach Bayern und ziehe in die Stadt, wo die Kinder groß werden. Und ja, wie gesagt, nach München sind es 100 Kilometer. Das wäre noch machbar zu fahren täglich, machen viele. Und ich habe mich dann in München beworben, habe den Radius dann immer weiter vergrößert. Stuttgart, Nürnberg, Würzburg. Aber es ist einfach, hat nicht mehr funktioniert. Ja. Wenn das mit der, Sie hatten diese Wunschliste ja irgendwann vor Augen. Wenn die Kinder dann nicht mehr da sind, das Haus nicht mehr da ist, die Frau nicht mehr da ist, der Job nicht mehr da ist und man 620 Bewerbungen schreibt und das nicht funktioniert, wie düster oder wie tief war dann die Krise, die Sie da geschlittert sind? Ja, ganz düster. Es war halt dann wirklich so, also ich hatte ja eh schon lernen müssen, wieder alleine zu sein. Mhm. Nach 12 Jahren Ehe mit 3 Kindern und Hund und viel sozialem Umfeld muss man sich erst wieder mit der Situation auseinandersetzen. Man kommt nach Hause, ist niemand mehr da, man sitzt zu Hause da, alleine da. Und nachdem Sie arm waren, fehlten auch die Freunde? Die Freunde haben das zu der Zeit nicht so stark mitbekommen. Ja, ich war ja, erstmal war ich 2-mal umgezogen in der Zwischenzeit, hatte in Neuburg noch kein soziales Umfeld. Denen hatten Sie gar keinen Kontakt? So hört sich das ein bisschen an. Ja, ich hatte noch in der Zeit, in der ich in München gelebt habe, da hatte ich noch ein paar Kontakte. Mhm. Aber das waren 100 Kilometer Entfernung, da sieht man sich natürlich auch nicht mehr regelmäßig. Mhm. In Neuburg hatte ich noch keine sozialen Kontakte.
Und da saß ich halt im Prinzip wirklich den ganzen Tag da und habe gewartet bis Abend. Ich verstehe das. Das müssen Sie sich doch mal überlegen. Ich habe vorhin gesagt, welche Bedeutung gerade Beruf und alles für einen Mann hat, für sein Eigenwertgefühl. Und wenn du 620 Bewerbungen schreibst und du kriegst nur ein Nein, immer, immer wieder. Das ist so, das hat ja auch so was zutiefst Demütigendes. Mhm. Da kann man wirklich depressiv werden. Wie sind Sie denn da wieder rausgekommen? Ich bin depressiv geworden. So war es. Also. Wie sah der Tiefpunkt also, dann aus? Der Tiefpunkt war also der, dass ich wirklich morgens aufgewacht bin und habe gedacht, oh Gott, wieder ein Tag. Also wie kriege ich den Tag überhaupt rum? Ja. Ich habe versucht, tagsüber 3-4 Mal zu schlafen. Sie haben ja nichts zu tun. Ja? Sie haben keine Bekannten. Sie wohnen in der Stadt, wo Sie niemanden kennen. Sie gehen jeden Tag an den Briefkasten, holen 10 Absagen aus dem Briefkasten und schreiben wieder 10 neue Bewerbungen. Ich habe mich dann in ärztliche Behandlung begeben und hatte einen sehr guten Hausarzt. Habe dann auch ein entsprechendes Medikament genommen, was mir gut bekommen ist und gut geholfen hat. Also ein Antidepressiva. Ja. Ohne das wäre ich da wahrscheinlich nicht wieder rausgekommen. Also es gab wirklich einen Punkt, wo der Arzt gesagt hat, er muss mich jetzt einweisen. Das war also wirklich schon höchste Zeit. Ja. Ich darf dazu sagen, heute haben Sie wieder einen Beruf, der Sie ausfüllt. Heute sieht es wieder positiver aus. Herr Gysi hat die Frage schon gestellt. Wie kam es jetzt zu diesem Umschwung? Ja, ich habe an einem Abend mit ein paar Freunden in meiner vorherigen Heimat Hallberg-Moos haben wir zusammengesessen und haben halt diskutiert, Mensch, jetzt hast du schon so viele Bewerbungen geschrieben, irgendwie geht es nicht weiter, anscheinend müssen wir jetzt mal über was anderes nachdenken, Plan B, C und D. Und dann hat einer mich gefragt, was würdest du denn machen, wenn du nochmal 20 wärst? Und ich sage, boah, kein Manager mehr, keine Lust mehr, was ganz anderes. Am liebsten würde ich mir irgendwo dann in einer schönen Gegend eine Pension mieten oder kaufen. Und wird ein bisschen Bed and Breakfast machen. Und Sie sagen, Bed and Breakfast. Haben Sie sich denn in einer Pension besorgt? Ja, genau. Wie ging denn das nur jetzt genau. weiter? Also es hat natürlich erstmal eine Weile gedauert. Also ich war immer ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Es gab schon früh Freunde, die gesagt haben, du musst dich selbstständig machen. Ja, du bist eigentlich der geborene Unternehmer. Aber ich habe die Ausbildung gehabt, habe klassische Karriere gemacht. Dann hat es eine Weile gedauert, ich habe weiter mich beworben, dann habe ich gedacht, fängst du mal als Immobilienmakler an, das ist so ein Beruf, da brauchen Sie keine großen Einstiegshürden, keine spezielle Ausbildung. Habe dann ein Immobilienbüro aufgemacht, habe dann im Rahmen dieses Immobiliengeschäfts natürlich auch ein bisschen nach Objekten geschaut, im Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkam, im Bayerischen Wald und so weiter. Und dann kam eines Tages ein Anruf von einer Freundin aus Ingolstadt, die sagte, Mensch, da gibt es im Altmühltal ein altes Hotel, das steht seit ein paar Jahren leer, das ist nicht so teuer, schau dir das mal an. Aber in der Diskussion, in der Depression ist es natürlich so ein Thema, ja. Wenn der Antrieb fehlt, dann finden Sie erstmal 10 Gründe, warum es nicht funktioniert. Gut, irgendwann nach dem dritten Anruf dieser Dame habe ich dann mir ein Herz genommen und bin da hingefahren. Das war ein sonnigen Dezembertag und ich stand vor diesem Haus und habe das gesehen und habe gesagt, okay, wo ist die Klingel? Hier sehen wir es. Da ist es, ja. Genau. Ein Riesending, oder? Also es ist ziemlich groß, ja. Mhm. Und das gehört Ihnen? Das gehört jetzt mir, ja. Also ein bisschen der Bank und ein bisschen mir. Noch ein bisschen mehr der Bank. Ja, ich hatte Glück. Ich habe also ja schon relativ gut verdient und habe dann die Immobilien, die ich hatte in München, habe ich dann verkauft. Und da blieb natürlich was übrig. Hatte ich alles die Bank bekommen. Und dann habe ich ein recht gutes Konzept, Marketing und Vertrieb konnte ich ja und habe dann den Banken ein gutes Konzept vorgelegt und dann habe ich ein Gründerdarlehen bekommen. Und macht Ihnen das jetzt auch richtig Spaß? Das ist Wahnsinn. Aber das würde mich nämlich auch interessieren, wenn Sie sagen schon wieder Marketing und Vertrieb, das ist so ein Riesenteil, da müssen Sie ja auch richtig arbeiten. Was hat sich denn verändert so an Ihrem Leben und an dem, was Sie als erfüllendes Leben Also erstmal ist es nicht so, dass es viel Arbeit ist. Mhm. Ich betreibe das nicht als Hotel, sondern ich betreibe das als sogenanntes Boarding House. Mhm. Das heißt, ich vermiete die früheren Hotelzimmer an Dauermieter. Und da ist in der Region dort ein Riesenbedarf durch Audi in Ingolstadt und andere große Firmen, Wohnungsnot. Das heißt, die Zimmer vermieten sich recht gut. Die Mieter müssen, wie bei einem normalen Mietverhältnis auch, ihre Zimmer selbst sauber machen, ihren Müll ausleeren. Es gibt kein Zimmermädchen und sonstiges. Das haben heißt, Sie Personal oder haben Sie? Ich habe eine 450-Euro Kraft und den Rest mache ich selbst. Und wie sieht der Kontakt heute zu Ihrer Familie aus? Der ist ausgezeichnet. Also die Kinder leben 30 Kilometer entfernt. Ich bin im Altmühltal, meine Ex-Frau, wir haben auch ein ganz tolles Verhältnis zueinander. Und
Und wie sieht Ihre neue... Diese Kraft für 450 Euro, wenn Sie gut verdienen, können Sie denn nicht ein bisschen mehr geben? Das würde ich sogar machen, aber der hat nicht mehr Zeit. Der hat nämlich noch einen anderen Job. Sie haben von dieser Wunschliste gesprochen, die ja lange Zeit so eine Leitplanke für Ihr Leben war. Haben Sie die jetzt einfach weggetan oder haben Sie eine neue? Ja, die war ja auch im Prinzip abgefeiert. Ich hatte ja im Prinzip diesen Wunschzettel, einen Haken nach dem anderen. Da war dieser Sportwagen, den Sie kurz erwähnt haben, auch dabei und noch ein paar andere Dinge. Und als dann die Entscheidung kam, dass die Familie entzweit wurde, habe ich gesagt, gut, dann brauchst du jetzt was Neues. Ja, gut, dann ist man nicht mehr der Jüngste, dann muss man die Ziele entsprechend anpassen. Nochmal Familie gründen ist dann schon ein bisschen schwieriger. Der Wunschzettel wurde auch lange nicht mehr so lang natürlich. Aber es ist auch ein Wunschzettel, der im Prozess ist. Ja. Erzählen Sie jetzt dann so ein bisschen was über das, was da drauf steht? Da steht eigentlich nur noch ein Ziel drauf. Das ist? Dass es mir weiterhin so gut geht wie im Moment. Und das wünschen wir Ihnen. Das wünschen wir Ihnen wirklich. Kommt das öfter vor, dass aus Krisen so was Neues entstehen kann? Ich denke, es gibt eine ganze Menge Geschichten, die davon handeln. Also ich persönlich bin auch mal bei einem Job rausgeflogen und war zunächst mal zutiefst geknickt darüber, dass mir halt dieser Karriereknick damals widerfahren ist. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, das war ein Geschenk des Himmels, dass ich dadurch quasi wirklich eben auch so dieses Selbstbild, das ich von mir hatte, dass ich das zerbrechen musste und dass sich darunter eigentlich ein neuer Freiraum aufgetan hat, in dem ich das entfalten konnte, was irgendwo schon lange Zeit in mir geschlummert hatte. Und ich glaube tatsächlich, diese Selbstbilder, die wir haben mit diesen Wunschlisten, das ist oft das, was uns am meisten vom erfüllten Augenblick abhält. Denn natürlich, die können inspirieren, die können einen in Bewegung setzen, die können auch motivieren, so einen Leuchtturm, an dem man sich orientiert. Aber sie können auch zu einem Klotz am Bein werden, der unglaublich schwer und zäh wird. Und dann hängt man halt diesem Selbstbild hinterher, hat so die Idee, da musst du noch hin, man verkrampft förmlich, investiert unglaublich viel Energie, Zeit, opfert seine Familie, seine Beziehung dafür, um diesem Bild zu genügen, was oft nicht mal aus uns selbst gewachsen ist, sondern das haben wir irgendwann vielleicht mal aufgeschnappt, aus dem Elternhaus mit auf den Weg bekommen oder in der Zeitung gelesen. Ja? Und deswegen müssen wir diese Selbstbilder immer wieder aufs Neue überdenken, befragen, diese Wunschlisten auf den Richtstuhl stellen und schauen, stimmt das, passt das überhaupt noch zu mir? Denn ich sag mal so, dieser Moment der Erfüllung, um den wir hier irgendwie kreisen, der ist letztlich doch immer irgendwie dadurch ausgezeichnet, dass es stimmt. Ja, dass irgendwie die Welt so, wie sie ist, das Umfeld, die Familie, der Beruf, mit dem, was in meiner Seele kocht und brodelt, dass das irgendwie ineinander greift, dass es einfach passt. Und wenn ich sage, so die Bayern, die sagen, das passt schon. Ja? Und das ist eigentlich so der Ausdruck dafür, so ist es gut, so ist es stimmig, so ist es sinnvoll, so sollte es bleiben. So, wie Sie es gerade als Ihren Hauptwunsch in den Raum gestellt haben. Und die Frage ist halt immer, wenn man Krisen erlebt, so wie Sie die erlebt haben, wie kommt man da durch und ja, wie ordnet sich das Leben neu? Sie haben auch so eine Krise erlebt, Frau Hallwachs. Mit 18 haben Sie einen Unfall erlitten, sind seitdem vom Kopf runter querschnittsgelähmt. Wenn Sie aber mal die Zeit vorher noch mal sehen. Was waren da Ihre Gedanken, Ihre Träume, Ihre Vorstellungen von einem erfüllten Leben? Ja, die waren natürlich komplett anders, als mein Leben sich heute gestaltet. Ich habe mir damals überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ich so ein Leben wie jetzt führen könnte. Und hätte mir sicher auch nicht vorstellen können, dass ich ein erfülltes Leben so führen kann. Ich habe genauso geträumt von dem Leben mit Kindern, einem Beruf, erfolgreich sein, Sport treiben. Ja, so die ganzen verschiedenen Ideale. In jedem, was ich hier heute Abend gehört habe, in jedem finde ich natürlich auch einen Teil von mir wieder. Merke nur, wie wenig sie mit meinem heutigen Alltag eigentlich übereinstimmen. Sie hatten damals Abi gemacht, sind danach mit Ihren Eltern nach Kreta geflogen und dort hat sich dann dieser Unfall ereignet. Was ist da passiert? Ich bin in ein Schwimmbecken gesprungen, habe nicht genau hingeguckt auf der Nichtschwimmerseite und bin mit dem Kopf aufgestoßen und habe beim Aufprall mir das Genick gebrochen. Und Gott sei Dank war es ein Geschenk meiner Eltern, die mit in dem Urlaub waren, weil die konnten rechtzeitig und schnell die Erstrettung machen, weil ich so hochgelähmt bin, dass ich auch nicht selbstständig atmen kann. Das heißt, ich musste sofort direkt nach dem Unfall beatmet werden. Und
das war mein Glück, dass meine Eltern eben da waren und das machen konnten, bis die Rettungskräfte da waren. Und so habe ich das Ganze überhaupt überlebt. Was ist Ihre erste Erinnerung nach dem Unfall? Wann sind Sie wieder wach geworden sozusagen? Also ich war wohl angeblich nie wirklich weg. Hab wohl auch die ganze Zeit geredet und irgendwelche Kommentare von mir gegeben. Da kann ich mich allerdings nicht mehr so genau dran erinnern. Und dann habe ich starke Medikamente gekriegt. Ich kann auch nicht sagen, die erste Erinnerung, aber so, ja. Nach 2, 3 Wochen habe ich mich auf der Intensivstation in Tübingen wiedergefunden. Und wer hat und in welcher Situation haben Sie dann erfahren, wie Ihre Diagnose aussieht? Auch das erinnere ich nicht mehr so ganz genau. In meiner Erinnerung war es sofort eigentlich klar. Ich weiß, dass meine Eltern mir das von Anfang an sofort ganz klar gesagt haben, als ich gefragt habe, Mensch, was ist denn los, wieso kann ich mich nicht bewegen? Mein Kopf war fixiert, also ich konnte mich wirklich überhaupt gar nicht bewegen. Und da habe ich dann gefragt, was ist los? Und dann haben mir meine Eltern sofort auch gleich gesagt. Und ich habe das lange immer nicht verstanden und noch mal gefragt. Und dann nächsten Tag hatte ich wieder alles vergessen und noch mal gefragt. Und Und als es dann irgendwann eingesickert war, also als Sie wirklich Ihnen klar war, wie die Situation ist, wie haben Sie das dann aufgenommen? Das, also in der Anfangszeit war das dann einfach so. Also da kann ich mich auch nicht wirklich groß erinnern. Da war einfach, bestand mein Tag daraus, zu sagen, okay, was kann ich da jetzt rausholen? Und das war dann eben ganz am Anfang, wie kann ich überhaupt kommunizieren, wenn ich so flach und fixiert da liege und nicht sprechen kann. Ich konnte ja gar nicht sprechen. Und danach war es, wie kann ich meinen Kopf einen Zentimeter bewegen. Also ich habe jeden Tag irgendwie ein neues Ziel gesucht, ohne darüber nachzudenken, was das Endziel ist. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, was daraus für ein Leben wird. Aber da habe ich auch nicht dran gedacht. Insofern habe ich mich auf so kleine tägliche Ziele fixiert. Wie waren so die Reaktionen der Freunde, der Bekannten? Konnten Sie mit dieser Situation umgehen? Nee. Nee? Die meisten nicht, nee. Mhm. Also, Sie hatten auch einen Partner, glaube ich, in der Zeit. Mit dem waren Sie aber noch nicht so lange zusammen. Ja, gut. Ne? Wir waren natürlich 18. Ja, da habe ich ziemlich schnell dann gesagt, nee, das möchte ich auch nicht. Aber ja, ich weiß auch nicht, was sonst daraus geworden wäre. Ich hatte viele sehr treue, sehr gute Freunde, die sehr eng zu mir gehalten haben, die mich sehr unterstützt und begleitet haben. Aber ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die nicht damit umgehen konnten. Und zwar nicht damit umgehen konnten, weil sie sich selber zu sehr belastet gefühlt haben dadurch. Was haben denn die Ärzte gesagt? Also die Prognosen waren nicht so toll. Also ich habe ziemlich am Anfang ziemlich schnell gehört, okay, stellen Sie sich darauf ein, dass Sie vielleicht mal das Kopfteil am Bett hoch machen können, aber ansonsten werden Sie das Bett wahrscheinlich nicht mehr verlassen können. Und da sind Sie dann auf die Falsche gestoßen. Das war für mich auch ein bisschen der Anreiz zu sagen, so, und jetzt erst recht, euch zeige ich, das geht. Und ich glaube, dem habe ich viel zu verdanken, diesem inneren Antrieb. Mensch, da muss noch mehr zu holen sein, dass ich so weit gekommen bin. Erstmal toll, dass Sie diesen Antrieb entwickelt haben. Haben Ihnen die Ärzte einen Weg aufgezeigt für eine Therapie oder überhaupt, wie es weitergeht? Oder waren die sich unsicher, wie sie jetzt damit umgehen sollten? Ja, das ist im Nachhinein so ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich hatte nicht das Gefühl jetzt, dass mir wirklich ein Weg gezeigt. Es wurde gesagt, okay, medizinisch ist dieses und jenes möglich. Ich war diejenige, die gesagt hat, ich möchte jetzt in den Rollstuhl, das muss funktionieren. Haben alle gesagt, das kann nicht funktionieren. Und dann habe ich so lange gedacht, ich will aber in den Rollstuhl, bis ich im Rollstuhl saß. Und es hat natürlich nicht funktioniert. Es ging 10 Minuten gut und dann ist mein Kreislauf zusammengebrochen. Aber ich bin im Rollstuhl gesessen. Und das war für mich Zeichen genug gut. Also es lohnt sich, egal wer was sagt, zu kämpfen. Wie ist denn heute Ihre Situation? Was können Sie selbstständig machen und bei welchen Dingen brauchen Sie Hilfe? Also ich habe 24 Stunden am Tag Hilfe. Also ich brauche eigentlich zu jeder Kleinigkeit Hilfe. Habe mir aber natürlich mein Leben so ein bisschen so eingerichtet, dass ich möglichst viele Dinge selber tun kann.
Also, das heißt, ich kann diesen Rollstuhl selber fahren, den fahre ich dann mit dem Kinn. Mhm. Ich bin am Computer. Dank der Medien, der Möglichkeiten bin ich natürlich komplett selbstständig. Mhm. Da kann ich kommunizieren, mit wem ich will und wann ich will und wie ich will. Sie holen immer auch so Luft. Haben Sie da eine Unterstützung zum Atmen? Oder wie funktioniert das? Ich kann nach wie vor überhaupt gar nicht selbstständig atmen. Also ich bin komplett beatmet. Mhm. Das heißt, ich habe nachts ein Atemgerät. Ich habe ein Tracheostoma, also einen Luftröhrenschnitt. Da wird es dann angeschlossen. Tagsüber wird es abgemacht. Der Luftröhrenschnitt wird zugeklebt. Mhm. Und dann habe ich einen Zwerchfellstimulator. Also das heißt, ein Gerät, was elektrische Impulse auf meinen Zwerchfellnerv gibt, der dann dem Zwerchfell sagt, so jetzt heben, senken, heben, senken. Deswegen spreche ich auch immer in dem gleichen Atemrhythmus. Also ich kann nicht so lange Sätze machen, wie ich will, sondern ich muss meine Sätze meinem Atemrhythmus anpassen. Ja. Bei dem, was Sie brauchten, haben Sie das alles bekommen oder mussten Sie kämpfen? Weil ich ja öfter mit Menschen mit Behinderungen zu tun habe, die mir sagen, wie schwierig auch bestimmte Kämpfe sind, was zu erreichen. Und das ist, wo ich hier öfters heute Abend auch lächeln musste. Ich würde mir auch manchmal freuen, mir überlegen zu können, Mensch, kann ich mir die Hose leisten oder kann ich mir die Hose nicht leisten? So weit komme ich oft gar nicht, weil ich mir überhaupt überlegen muss, ja, wo gibt es denn überhaupt eine Hose, in die ich als Rollstuhlfahrer reinkomme? Ohne dass nachher der Hintern irgendwie hinten raushängt, weil die nicht fürs Sitzen geeignet ist. Oder ohne, weil ich nicht in den Laden reinkomme, in dem es die Hosen gibt, weil da Stufen sind. Oder weil ich mir das Auto nicht leisten kann, mit dem ich zu dem Laden hinfahre. Also es gibt natürlich ganz viele Hindernisse. Gleichzeitig versuchen Sie ja immer wieder auch Grenzen zu durchbrechen. Sie waren auch in der Luft. Beschreiben Sie das mal. Wie sind Sie das angegangen? Wie war dieses Erlebnis, Segelfliegen zu sagen? Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen das Gefühl, diese Grenzen, die mir körperlich gesetzt sind, zu überwinden. Ich bin früher als Jugendliche gerudert und mein Rudertrainer ist damals schon geflogen und hat damals schon mal gesagt, Mensch, komm doch mal mit zum Fliegen. Und als ich dann im Rollstuhl saß, hat er irgendwann gesagt, so eigentlich, komm doch trotzdem mal. Und das ist das Schöne natürlich auch. In meiner Situation alleine komme ich natürlich in so ein Flugzeug nicht rein. Also, und da reichen auch keine zwei Hilfspersonen, da braucht es vier. Jeder an einem Arm, an einem Bein muss einer anpacken. Und mit ein bisschen Augen zu, es wird schon nichts passieren, kommt man dann auch ins Flugzeug. Und dann sind natürlich unheimlich viele Begegnungen, unheimlich viele Menschen, die mithelfen, dass ich dann fliegen kann. Und war dann auch der Moment da, dass diese Begegnungen und all diese Arbeit davor mal weg waren und Sie das so genießen konnten? Na klar, dann wenn man in der Luft ist, ist man alleine. Selbst wenn einer vor einem sitzt, der fliegt, aber ja, da ist man alleine, da ist Ruhe, auch wenn es sehr laut ist. Da ist Freiheit, ja. Danke. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Sie bewundere und in einem hohen Maße respektiere, die Kraft, die Sie aufbringen und haben. Einfach toll. Ja. Darf ich Sie fragen, woher nehmen Sie die Kraft? Sie sind ja wirklich eine sehr bewundernswerte Frau. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich bin von Natur aus ein positiver Mensch immer gewesen. Ich habe eine jüngere Schwester, die von Geburt an eine schwere geistige Behinderung hat und die mir von Kindheit gezeigt hat, es gehört auch dazu, irgendwie anders zu sein. Und sie kann sehr wenig und ist ein extrem glücklicher Mensch. Und sie kennt viele Sorgen, die wir haben natürlich auch nicht. Aber sie zeigt mir auch immer wieder, dass manche Sorgen auch manchmal sagen muss, so nein, das Leben hat schwierige Dinge, aber es muss nicht immer traurig sein, deswegen. Sie geben es ja auch weiter. Sie sind nicht nur heute hier, es gibt auch ein Theaterstück über Sie, 90 Minuten. Nur Sie sprechen in diesen 90 Minuten. Sie sind damit schon durch Deutschland auch getourt. Was gibt Ihnen das auf dieser Bühne, das auch Ihre Geschichte weitergeben zu können? Ja, das sind zwei Dinge natürlich. Einmal
auch ich genieße Applaus, wie Sie vorhin selber gesagt haben. Das ist natürlich eine tolle Sache, auf der Bühne zu stehen und Menschen zu sehen, die sagen, Mensch, toll, was du machst. Und ich sehe es auch ein bisschen als meine Aufgabe im Leben. Ich weiß, dass viele Menschen Schicksale haben, mit denen sie sich eben nicht so leicht tun. Und vielleicht kann ich so Menschen ein bisschen Kraft geben, zeigen, Mensch, vielleicht ist nicht mein Weg dein Lösungsweg, aber einen Lösungsweg gibt's. Wir haben über Wunschlisten gesprochen und ich glaube auch über viele Ansichten zu einem erfüllten Leben, so unterschiedlich die auch sind. Was ist für Sie ein erfülltes Leben nach Ihren Erfahrungen? Also mir gibt in meinem Leben auch die Begegnung oder vornehmlich die Begegnung mit anderen Menschen zu sehen. Ich bin für andere Menschen auch wichtig. Also die sehen Mensch und andersrum die Menschen sind für mich wichtig. Beides, das gibt mir Erfüllung. Sie haben gesagt, Sie genießen auch den Applaus, den sollen Sie jetzt haben. Ich fand etwas wunderschön, was Sie ganz am Ende gesagt haben, wo Sie eben von dem Theaterstück erzählt haben. Und dass das etwas Geben auch für Sie von einer so hohen Bedeutung ist, das hat mich irgendwie ganz arg gefreut. Denn natürlich in Ihrer Situation, Sie nehmen ja auch viel. Sie müssen einfach viel Hilfe in Anspruch nehmen, es geht überhaupt nicht anders. Und dass Sie es dann schaffen, irgendwie dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, auch selber etwas geben zu können, auf andere zuzugehen. Ich denke, das ist auch so etwas, was wir da irgendwie ein Stück verallgemeinern können für das erfüllte Leben. Denn niemand erfüllt es, immer nur zu nehmen, immer nur zu konsumieren, immer nur die Dienste oder die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen, auch wenn das vielleicht ein bequemes Leben ist. Aber wirkliche Erfüllung finden wir, glaube ich, immer erst da, wo wir auch etwas zurückgeben können und wo sich der Kreis wieder schließt und das Leben rund wird. Ein erfülltes Leben, wie immer, aber heute ganz besonders. Danke an unsere Gäste. Danke. Wir machen eine kleine Pause, sehen uns wieder gegen Ende der Fußball-Europameisterschaft Anfang Juli. Bis dahin die beliebtesten Nachtcafés der letzten anderthalb Jahre. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, besonders aber auf Anfang Juli. Bis bald in Ihrem Nachtcafé. Und nochmal danke an Sie alle. Dankeschön.